Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir bauen frischfröhlich weiter an unserer wunderschönen Vault und ich brauche eine Decke. Eine hübsche Decke. Wo haben wir sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hängender Boden? Na, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Decke und Boden. Ich glaube, das passt auch nicht ganz. Nur Decke? Hallo? Nur Decke? Will irgendwie nicht. Ich kann mir nämlich gerade nicht so recht erklären, warum da oben keine Decke ist. Obwohl hier eigentlich eine sein sollte. Vielleicht hätte es sowas einzeln gegeben. Warte mal kurz. Ah, vielleicht sowas? Nö. Passt auch nicht zurecht. Das hätte gepasst, ne? Jaja. Gut, dann tun wir die derweil lagern. Na, die nicht. Stopp. Und tun einfach die jetzt hier drauf, wenn sie passen tut. Aha, warte. Jawohl. Passt. Problem erkannt, Problem gelöst. Die Wand hier wollte ich noch rausreißen. Um hier noch ein drittes Aufseherfensterle zu machen. Mir wird das irrsinnig gut gefallen. Das heißt, ich muss mal das hier wegräumen. Und das hier wieder mal, ja, zur Werkstatt schicken. Hallo! So, das Bettchen hier, der liegt etwas komisch. Wird wahrscheinlich im Weg sein, wollte ich sagen. Wir brauchen das Aufseherfenster. Ist das hier dabei? Das war nochmal hier dabei, oder? Fällt das unter Fenster? Fällt unter Fenster, ne? Türe, Fenster. Aha, so gedacht. Warte mal, da stimmt was nicht. Das müsste schon hier dabei sein, oder? Aufsehergeschichte, ATTT. Die Richtung. Halt. Aufseherfenster, da haben wir es schon. So. Das erste so. Das zweite. So. Schien. Dann brauchen wir Boden. Einen festen Boden unter unseren Füßen. Ah, warte. Das müsste eigentlich passen, wenn wir das so... Ja. Sehr gut. Und da oben, normalerweise... Na, nicht unbedingt sowas. Andersrum herum. Andersrum herum. Ja, das heißt so. Das da wollte ich. Jawohl. Mei, wie schön. Ah, das passt. Das ist schon eine feine Geschichte. So, dann natürlich dürfen wir nicht die Scheiben vergessen. Da kommt jetzt eine rein. Ich glaube, eine nur, ne? So. Sehr fisch. Wirklich. 1, 2 und 3. Ach, das gefällt mir. So. Denn hier sitzt die hübsche Sekretärin oder der Sekretär. Ist ja wurscht, ob Mantel oder Weibel. Hauptsache, da tut wer sitzen. Oder kann jemand sitzen. So. Weil die gute... Oder warte, machen wir das lieber ein bisschen noch weiter nach hinten. Dass man hier rangehen kann zum Rausschauen. Wenn man dann Kaffee trinkt oder so. Ich glaube, das passt besser. So, na bitte. Dann das Regal. Geben wir auf jeden Fall der Sekretärin. Weil die Arme muss da, oder der Arme, ich sage immer die, ne, typischer Frauenberuf, also die Sekretärin. Wobei es doch sicher genügend Männer gibt, die das genauso gut hinbekommen wie wir Damen. Keine Frage. So. Ein Stückchen nach vor vielleicht. Das ein bisschen schöner machen. Oder warte. Wahrscheinlich eher von der Seite. Da wird es wahrscheinlich besser gehen. Na, so vielleicht. Ich soll die Powerrüstung ausziehen, wenn ich baue. Um Fusionskerne zu sparen. Das werde ich auch gleich machen. So. Ja, das schaut cool aus. Warte, ich ziehe die Powerrüstung schnell aus.
Ich hab's überprüft. Ich müsste eigentlich was anhaben. Eigentlich. Werden wir gleich sehen. Na, warte. So nett. So, aussteigen. Jawohl, ich hab was an. Wie schön. Aber ich latsche. Das gefällt mir gar nicht. Das heißt, ich muss mal was ablegen. Ich würde sagen, den hier und das hier. Die beiden. Ja, das habe ich noch. Das ist schön. Der kommt weg. Der kommt auch weg. Und das ist aber schon mal zum Aushalten. Ja, da kann man gut laufen. Das passt. Es ist mitten in der Nacht. Ich sollte auch mal schlafen. Weil ich hier nämlich weiterbauen möchte. Jetzt ist aber die Frage, wie ich das mit den Wänden jetzt mache, ne? Weil ihr seht es ja vom Baumenü her. Wir haben da oben, ne, Größe ist nicht mehr allzu viel. Platztechnisch. Also zu allzu damisch groß darf ich das wahrscheinlich gar nicht machen. Was mich jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen stören würde. Oder soll ich es vielleicht gar nicht auf zwei Stöcke hoch machen? Sondern auf ein Stockwerk beschränken. Gibt es hier eigentlich so einen einzelnen Priegel? Bist du sowas Einzelnes für da? Das ist nur eine Säule, ne? Ah, das ist so eine Säule. Bist du so ein, ja, Eckdingens, ne? Für, ich steck fest. Hui. Da oben. Ja, jetzt schaut schön aus. Wie gesagt, normalerweise wollte ich hier eigentlich da oben oberhalb eine große Terrasse machen. Eine richtig große Terrasse. Werde ich mir aber, glaube ich, abschminken und stattdessen das hier wieder zerstören, die Sachen. Und eine zweite Decke drauf machen, dass wir hier oben quasi auf der Seite nochmal solche Quartiere bauen können. Ich glaube, das wäre schlauer. Also ich verwerte das jetzt mal. Komm. Ja, hupf. So. Und werde. Wo sind die denn? Na? Baum. Sowas wie das hier. Halt schon mal für die Ecke und so, ne? Klappt das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Weil ich wahrscheinlich jetzt nochmal die ganze Wand rausreißen muss hier. Oder weißt was? Ich lasse das einfach da. Auf doppelt. Und mache hier. Das könnte ich auch machen. Wie mache ich das? Ich werde sowieso mehrere Zugänge brauchen. Das ist, wenn ich von hier drüben hier mache. Oder da eine Leiter rauf. Oder einen Gang rauf. Oder man die da drüben über den Balkon erreicht. Oder ich mache hier eine Tür rein. Boah, jetzt habe ich viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich in der Tat viele Möglichkeiten. Jetzt wäre es aber gar nicht mal so unklug, eigentlich sowas zu bauen. Hierher. Daher, ne, dann hat man schon den zweiten Stock plus Dach. Ist das das hier? Decke Boden. Das klebt nicht an, ne? Nur Decke. Ist das Richtige? Das hier? Das? Nicht so wirklich, ne? Ich kann es echt kompliziert machen, wenn ich möchte, ne? Wahnsinn. Ja, und das da oben, das Ding hätte ich mir jetzt eigentlich auch sparen müssen. Und das da drüben eigentlich auch. Das sind auch zwei völlig falsche Teile. Naja, eigentlich, oder? Oder auch nicht. Theoretisch brauche ich ja irgendwie ein Dach. Theoretisch hätten alles so gemacht gehört, ne?
echt, ja, das ist viel. Da ist viel zu machen und zu tun. Jetzt müsste das eigentlich anklipsen problemlos, tut's aber natürlich nicht, weil du wahrscheinlich im Weg bist, du Kerl. Ja, genau. So war es auch. So. Hier normalerweise dasselbe in grün. Dann hier um die Ecke. Da gehört es nochmal gleich weitergemacht. So. So. Warte mal, da auch gleich. Und hier das Teil. Für so. Genau. Die Ecke haben wir schon mal. Das schaut ja schon mal zu schlecht aus. So. Dann. Drei, genau, da würde ich freilassen. Würde aber hier schon anfangen mit den Kabinchens. So, der Boden kommt auch weg, weil da kommt nämlich. Wo bist du denn? Ich werde mich immer vertun. Da. Das müsst ihr normalerweise. Na? Kein Bock oder wie? Ey, Alter. Au ab da, Mensch. Na komm. Klappt das nicht? Nur so? Echt? Ja, dann hätte ich den Boden aber drin lassen können. Hör auf, mich zu schupfen. Und dann hier drüben, dieses eine Stück, ne? Das einzelne. Die hier, ne? Das. Das kommt dann hier hin. So? Na? Ja? Nein? Nö? Nein? Nicht? Ah, Tür oder Tor. So irgendwas, ne? Das eher? Auch nicht. Das hier? Ah! Das hört sich nicht schlecht an. Das will irgendwas machen. Irgendwas will es machen, aber ich habe keine Ahnung was. Jetzt ist die Frage, ob ich das jetzt falsch gemacht habe. Wahrscheinlich, ne? Dann doch ein normaler Boden. Herrschaftszeiten. Natürlich. So. So. Ich müsste unbedingt Minecraft spielen. Alter Schwede, da würden die Leute mich nur ausschimpfen die ganze Zeit. Zocki, das geht so nicht, du Chopper. So. Na, da drüben will ich keine Tür haben. Da gehört sie hin. Da will ich sie haben. Da, Tür. Ist das dann keine Tür hier? Da drüben wird es bauen. Was ist das dann hier? Beziehungsweise, wofür ist das dann hier? Einfach so zum Durchgehen. Schön ist es halt nicht. Schön ist es, schaut es wirklich nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Was machen wir da, wenn er das nicht mag? Da drüben ja, aber hier nein. Voll der Zick, die Zicke da. Vielleicht ist ihm der Boden zuwider. Vielleicht mag er den Boden nicht. Na, jetzt vielleicht? Hast du jetzt Bock? Ja. Tatsächlich. So. Und jetzt da das drauf. Ja, jetzt passt's. Lol. Jetzt schaut's ein bisschen besser aus. Ein bisschen. So. Jo. Das Eck da ist alles andere als schön. Ich will's nochmal probieren, ob. Mann, ich kann's glaube ich eh da oben brauchen dann, oder? Klebst du an? Nur mal wenigstens so, dass er nicht im Weg ist. Halt. Alter. Hallo. Dann halt da drüben.
Da will er nicht. Lol. Dann, weiß ich nicht, stelle ich dich da mal da ab. Da unten. Geht auch nicht wegen am Bett. Lol. Dann weg. So, stell dich mal irgendwie. So. Unfassbar. So, ich will das nochmal mit dem da probieren. Vielleicht klappt er jetzt da. Schaut nicht so aus, ne? Da wird das nur von einer Seite mögen und passt da, ne? Der will das so nicht. Ich dachte, ich könnte eine schöne Ecke draus machen. Dem wird wohl leider nichts, ne? Nö. Das wird nichts. Okay, dann müssen wir es eben so belassen. Schaut halt nicht so schön aus, aber vielleicht, wenn wir die Quartiere bauen, vielleicht wird es ja dann doch noch was. So. Nuka-Cola. Kommt mal rüber in den Gemeinschaftsraum. So. Wie gesagt, hier hätte ich gern einen wunderschönen Gemeinschaftsraum mit einer wunderschönen Sitzecke. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das jetzt aufbaue. Ich denke mal so. So, bist du ohne Strom? Brauchst du Strom? Braucht der Strom? Wahrscheinlich, ne? Ist der jetzt zu weit in der Wand? Ich hoffe nicht. Da gibt es nämlich, wartet mal, beim Strom und so, ne? Gibt es ja auch normalerweise, glaube ich, eine Voltabteilung. Hier, glaube ich. Na, das war nicht da. Blödsinn. Hier. So, die Auswahl. Schalter. Das war's, ne? Voltstromleitung, genau. Den klatsche ich dann gleich. Aha, okay. Den wollte ich eigentlich. Geht er da oben auch? Oh. Machen wir es mal so. Brauchst du Strom? Der nicht, na. Gut. So, das wollte ich mal so machen. Der ist da immer noch irgendwie festgeglitscht. Der hat auch nichts zu tun. Das ist eher das Problem. Dann Kochtopf und Geschirr. Nicht den ganzen? Cool. So. Da will ich gern die Getränke haben. Die Küche. Da vielleicht? Ich stelle es mir hier ab. So, vielleicht machen wir hier so die Küche. Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. So, auf jeden Fall, der Herd kommt mit. Es ist echt schade, dass man nicht mehrere Sachen schleppen kann. Aber das geht heute nicht. So, der Herd, der schöne. Den bauen wir hier hin. Oh, da verschwindet schon zu viel. So. So, glaube ich, passt's. Also Strom haben wir sicher mehr als genug. 650 Strom ist definitiv ausreichend. Achso, der Kabel. Den Kabel muss ich wegmachen. Der kommt weg. So, jetzt kann man es. Nein, das will ich mitnehmen. So. Der Getränkeautomat. So. So, den hätte ich gern dastehen irgendwie. So. Ein bisschen nachjustieren. Und dann bekommt er auch sein Stromilein. Aber warte mal, wäre das nicht schöner, ihn schön hier? Nein, warte. Vielleicht hat hier die Küche noch Platz. Warte, der Herd. Vielleicht hat der schöne Herd hier noch Platz. Schön im Eck. So, inklusive diesem Gestell. Oh, schaut, das hat sogar Platz. Das gefällt mir schon besser. So. Na bitte. Das schaut ja schon noch was aus. Sehr gut. Dann. Natürlich einen Sportraum brauchen wir auch, wo wir die Geräte aufstellen. Und ich würde auch meinen, den Spieleautomat. So.
den Spieleautomaten, den werden wir auch da drüben zum Gemeinschaftsraum hinstellen. Also da rein halt. Vielleicht hier beim Fenster, da so. So. Der braucht natürlich auch Strom. Ist das doof, wenn ich das so verbinde? Ja. Da wäre gut, hier haben wir eh genug nochmal von dem Klumpen, ne? So. Einfach hier nochmal so einen Voltstecker zu machen. Ha? Hier kommt eh kein zweiter Stock hin. Wupp, 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 wupp. Level up erreicht. Super. Ah, schaut auch behindert aus. Naja. Gibt's wahrscheinlich Schlimmeres. So. Dann das Terminal werden wir ins Büro stellen, glaube ich, oder? Derweil einmal. Einfach so, weil wir es derweil nicht brauchen. Questbedingt ist eh alles fertig. Glaube ich halt, dass sie da nicht schimpfen wird. Oder stellen wir es zu ihr dazu? Da hinten, ins Eck. Kann sie noch aufstehen? Normal schon, ne? Oder da. Das können wir da auch herstellen, ist ja wurscht. So, einfach mal so. Den Goka stellen wir auch daher. So. Passt. Schränke. Also die Aktenschränke, die wollte ich immer eigentlich hier so haben. Ganz zur Wand ran wollen die nicht. Huch, das war der Kleine. Der ist auch wurscht. Na, der Große zuerst. So. Ganz nebeneinander, glaube ich, ist denen auch nicht so unbedingt recht. Also stellen wir es halt mit Abstand auf. Schaut zwar nicht unbedingt was gleich, aber ja. Nur mal professorisch. Das wird alles vielleicht noch ganz hübsch. So. Vielleicht kriegen wir sie hin, dass die doch ein bisschen... Naja. Na, vergiss es. So. Vergiss es. Das wird nichts. So, das hätten wir schon mal. Gut, dann können wir hier schon mal anfangen, die Wand aufzuziehen. Also wie gesagt, auf 2. Hier um die Ecke kann man normal gehen. Und da vorne bei der Tür raus werde ich dann auch so 2, wenn es sich ausgeht, 2 Plätze ist geplant, freilassen. So quasi als kleiner Vorraum. Dann kann man hier vorbei huschen, was eh passt, auch mit der Tür hier. Und dann muss man auch bei der Aufseherin hier vorbei, da so. Und dann kann man hier erst weiter. Und hier haben wir eben die ganzen Quartiere. Ich glaube, das geht. So, was allerdings die Frage ist, wie viel Platz brauche ich dafür baumtechnisch? Also da oben, ne, die Größe. Ich hoffe sehr, dass ich nicht allzu viel verbrauche. Und werde versuchen, sparsam zu bauen. Ja, der Versuch ist da. Der Wille ist auch da. Ob es mir gelingt, ist die andere Frage. Also, ich will versuchen, zack, zack, ja, halt, so, ich glaube, ich habe es hin, aha, okay, dann nimmt das so, warte mal, nimmt das dann hier auf die schöne Seite, keine Ahnung, auf jeden Fall will er hier mal so weiterbauen. Zack, zack, zack. Da wird es nicht unbedingt gehen, weil... Aha. Ah, na, da wird es nicht unbedingt gehen, ne? Okay. Macht ihr hier einen zweiten Stock rauf? Auch nicht wirklich. Hier schon, drüben nicht. Okay, das könnte eventuell jetzt zu einem kleinen Problemchen werden. Warte mal. So, das machen wir mal schön. Na, das brauchen wir da nicht.
Nein. Nein. Will ich nicht. Ich will es da oben haben. Ja. Und daneben nochmal. Bitte. Ah, ich weiß schon, was das Problem ist. Näher ran. So, jetzt wird es klappen. Hoffe ich. Oder auch nicht. Nobody knows. Da klappt nichts. Nein, nein. Wieso? Gut. Dann durch die mal. Dieses Labortischchen, ne? Das macht mich wahnsinnig. So. Geht das hier im Ganzen? Ich nehme auch mal den Boden raus. So, bleib mal schön hier. Boden. Und die Wand hier reiße ich auch noch raus. So. Auf zwei, mehr wollt ihr nicht. So, da kann dann schon die erste Tür rein. So, Wand bleibt da. So, alles nochmal schön rausgerissen, wie es sich gehört. So, wie machen wir das jetzt? Ich hätte es gern auf zwei. Ich hätte es gern so. Ich hätte gern das. Wird das irgendwie in irgendeiner Form klipseln? Wahrscheinlich nicht, weil das da ist. Dieser Eingang Mitte hier. Vielleicht macht er jetzt was. Und? Wird's grün? No. Nobody know. Warum eigentlich? Du Kerl. Vor allem, warte, das muss ich auch mal wegstellen. Labor. Wo tun wir das Labor dabei hin? Ich würde sagen, da rein. So. Warum will der Kerl nicht? Vielleicht wegen der Tür, die ich mal hierher bauen möchte. Wenn sie denn möchte. Möchte nicht. So. Warum klappt das nicht? Auf keins von beiden Seiten. Hier klappt's. Wand Nummer 2. Klipsel, 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 klipsel. Hm. Aha. Da würde es jetzt schön machen. Mhm. Aha. Ah. Na fein. Jo. Falsche. So. Naja. Gut. Das ist, ja. Das ist, interessant. Machst du was? Ja, so circa in etwa. Ja, das hat dann wunderbar hingehauen, nämlich gar nicht. Schon gar nicht so, wie ich das wollte. Bip, bip, klip, 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 klip. Klipselt der unten auch an oder nur oben? Da oben will er anklipseln. Da oben interessiert es mich aber nicht wirklich. Ach komm, dann halt von mir aus die Wand hier. Bringt sie aber nichts, ne? Alter. Krass, ne? Ich wollte nämlich auch sparend bauen. Sehr sparend bauen. Eigentlich. Vielleicht wäre es auch besser, nicht so knapp dahin zu bauen, sondern hier vielleicht noch eine Wand zu lassen. Vielleicht hier dafür. Bäh. Toll.
Das klappt prima. Na, ich will das so nicht haben. Hallo? Das ist echt pfui. Das geht ja noch schlechter als vorhin. Weil die alle die Wand dahinter haben wollen, irgendwie. So viel zu den Quartieren. So. Muss ich doch einfach hier anfangen, denke ich mal. Dann möchte ich gerne. Na, nicht so. Eins, zwei. Klappt das jetzt besser? Nö. Das ist echt doof, wenn du immer da hinten die Wand machen musst. Ist da hinten denn gar keine Wand? Ah! Verwerten. Die Wand ist sowieso kaputt, scheint mir so. Klappt das jetzt mit der hier? Ja. Vielleicht jetzt auch mit einer neuen? Besser? Vielleicht, bitte? Machst du was? Für mich? Oh, falsche Wand. Entschuldigung. Natürlich, ich bin so doof. Die darf ich ja gar nicht nehmen. Da gehört ja eine andere her. Und zwar, ich werde sie auch gleich doppelt machen, nehme ich mal an. Also wird gleich mal die hier herkommen. Da hier ja auch gleich ein Boden sein wird. Also habe ich eh schon einen Blödsinn gemacht, eigentlich. So, klebst du da jetzt an? Ach ja. So, Strom tun wir mal hier hin. Das werde ich jetzt alles. Na? Nein, das werde ich gleich verschrotten. Weil hier auch. So, weil da will ich überall diese Wände hier haben. Vor allem da. Warte, da hauen wir das noch weg. Und die hauen wir auch noch schnell weg. Vor allem hier möchte ich gerne eine um die Ecke haben. Die hier. So. Und jetzt die Wand. Nein, warte. Machen wir das gleich geschickter, oder? Machen wir das gleich. Probieren wir es gleich weiter so. Fenster. Ich weiß nicht, ob die Fenster brauchen werden. Na. Der bekommt keinen Luxus. Wir sehen nicht hier. Na, und so. So, schön um die Ecke. So, jawohl. Jetzt könnte man schauen, ob das mit dem Verkleiden klappen wird. Was habe ich denn hier gebaut? Ah, ich habe mich verdrückt. Warte mal. Ja. Mach. Scheiße. Ich habe da das Falsche erwischt. Nein, nichts falsch. Ich habe es falsch gebaut. So schaut's aus. Wie gehört denn das so dann, ne? So gehört sich das. Genau. So wollte ich das haben. Und da jetzt nochmal. Stimmt, ich könnte alles Ecken machen. Ich könnte hier alles Ecken machen. Das wäre noch schlauer, glaube ich. Da ich sowieso immer 2 und 2 gern hätte. Und hier einfach geht. Nein, falsch, Entschuldigung. Geht das hier mit Tür?
Aha, mit Tür geht nur so. Klar. Nanu? Hä? Wieso geht das jetzt so komisch? Diese. So. Na, mach. Klipsel. Dieses Geklipsel. Nicht? Warte. Jetzt. Geschafft. So, stimmt. Da ist halt jetzt blöd, ne? Mit Loch in der Wand und so. Vielleicht kann man es zumachen. Mit dem da. Ja. Mach. Das Bettchen wahrscheinlich. Mit im Weg sein. Warte, ich mache das gleich mal richtig. Bettchen hätte ich gerne da. Ja, bitte, das ist eh schon geräumig, oder? So, das ist ja eh schon geräumig. Der hat sogar noch einen Tisch und so Platz. Bitte, das ist ja echt nicht schlecht. So, die Zocki schaut da viele Leute. Wow. So. Ja, so ungefähr hätte ich es gern. Ja, genau, da oben der zweite Stock dann eben. Ja, ich glaube, das können wir so machen. Fenster gibt es halt keine, aber scheiß der Hund doch drauf, oder? Und jeder hat dann eben seinen eigenen Strom. Da kann er hier noch eine kleine Leseecke haben, von mir aus. Ich finde, das geht. Ich wollte es hier zwar offen haben. Stimmt, ich wollte es ja überhaupt offen haben, ne? Und das da drüben anfangen. Mit dem Ganzen. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Und fange wahrscheinlich wirklich erst da drüben an. Ist, glaube ich, wirklich gescheiter. Das bedeutet auch, das hier muss weg. Eins, zwei. Wow, das Bett ist dann auch kaputt, ne? Das Bett darf nicht kaputt gehen. So. Das kommt auch weg. Drei. Vier. Aber ich glaube, von der Weite her schaut es schon gut aus. So. Wir brauchen jetzt wieder die Eckis. Die Eckis. Ich weiß, das ist alles andere als spannend. Aber, ja. Viele von euch mögen auch die Baufolgen. Was? So, klappt hier die Ecke? Ja, da klappt sie schon mal. Hier werde ich, werden wir hier auch einen zweiten Stock machen. Ja, eigentlich schon, ne? Können wir theoretisch schon machen. Können wir eigentlich schon machen. Boah, das schaut komisch aus jetzt, ne? Ah, das könnte. Na, das müsste passen. Vielleicht da vorne so eine kleine Terrasse. Dann machen wir hier. Fenster brauchen wir keine. Das müsste passen. Na, es fehlt Gummi. Oh, ist schon soweit. Wenn ich das kaputt mache, kriege ich nur Stahl zurück. Mist. Es fehlt schon Gummi. Das ist schlecht. Dann, improvisierter, mache ich noch die Bude schnell hin. Ich will wissen, ob das klappt. Und Punkt. Warte mal. Klappt das da oben auch schon? Bitte, klappt doch. Dann hier vielleicht? Bitte? Da will er auch nicht. Du Sack. Doch, er hat geklipselt. Kurz, aber er hat wohl ein Klipseln. Aber nur hier, ne? Da brauche ich aber die Tür. Da so wird es jetzt gehen. Der tut mir doch schälen. Der tut mich einfach nur zickieren, mein Nett. Der tut mir nur zickieren. Ja, ich schwöre. Der will mich nur ärgern. Mehr nicht. Ich muss das weghauen. Ich muss das leider weghauen. Die Wand. Weil es ihm alles die falschen Wände sind.
Weißt du, was der will? Der will mich provozieren, will der mich. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Der will mich fertig machen. So. So, klappt das jetzt vielleicht mit der Ecke? Ich will mit dir jetzt nur ausbauen. Ich will mich, will. Bitte, mach. Daher, so. Ach ja. Die Wendelein. Die brauchen wir für. Da. So. Dann das Wendelein. So. Brauchen wir für das da oben. Du müsstest eigentlich schon hier. Ja, genau. Ja. Dann Servus. Der Kerl, ich mache jetzt alles hässlich. Es wird alles definitiv grauslich, hässlich, schier, pfui. Derweil geht's nicht anders. So, klipselt. Brav. So. Und du. Kommst da oben hin. Müsste sich nochmal auch anklipseln von selber. Aber ich glaube, da haben wir ein Problem, ne? Ich glaube, das mit der Decke nicht. Oder ist es eine Unebenheit? Irgendwas stimmt da nicht. Und jetzt habe ich. Entschuldigung, ich habe losgelassen. Oh, der Part ist zu Ende. Ja, wie gesagt, es wird hässlich. Vielleicht in 100 Jahren einmal schön. Und wir brauchen auf jeden Fall Gummizeug. Und das auch noch sehr viel davon. So, du Kerl, warum? Ah, lass mich durch. Warum willst du nicht da dich anpassen? Hä? Warum nicht? Das ist doch echt ein schönes Platzl hier. Mach jetzt. Mach. Irgendwas passt dem nicht. Keine Ahnung, was der hat. Probleme hat der Kerl. Probleme, sag ich euch. Wenn der so weitermacht, gleich mit mir. Hey, das ist gemein. Ist es mit dem besser? Ne. Da bin ich jetzt echt überfragt. Warum das nicht zusammenpasst. Finde ich gerade ein bisschen doof. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. So, geh weg da, du Bett. Das will ich noch probieren, ob er wenigstens dahin will oder mag. Es ist alles. Ja, das hört sich gut an. Es hört sich sehr gut an. Passt, da klappt schon mal. Dann nehmen wir mal das Bettchen und tun das mal so hin. So. Nochmal so. Passt. Dass man hier durchgehen kann. Und hier ist halt unser Sorgenkind. Ja, können wir wenigstens noch einen Boden machen? Boden. Den nimmt er. Ist das nicht interessant? Den wird er auch nehmen. Wie schaut's mit dem aus? Wo ist es denn jetzt, Herrschaftszeiten? Das nimmt er nicht. Ich glaube, wegen dem da, ne? Das da wird das Problem sein. Was jetzt auch nicht unbedingt schlimm ist, da können wir tricksen. Und zwar nehmen wir das hier einfach. So. Dann ist unten mal schön. Ja? Pass auf. Wir wundern uns echt, dass das Platz gehabt hat. Aber das werde ich auch anders verwenden. Das werden wir auch da drüben hinstellen. Wenn das Bett weg ist, natürlich. Wir haben viel zu viele Betten. So, und alle stehen sie im Weg. Du bist wahrscheinlich dann auch wieder im Weg. So. Der Part ist zu lang. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe da nämlich noch eine Idee. Ich mache da echt eine kleine Terrasse. So, das klappt. Spitze.
Das schaut super aus. Und hier kommen einfach kleine hin, so wie der da. Warte. Da gibt es normalerweise. Ah, falsche Seite. Einen in Kleinformat. Mit Boden. Ohne Boden. Dann halt so. Also einmal Klipsel. Nochmal Klipsel. Pass auf. Zeig mal schnell. Wo ist es? Der da was? Na, da gibt es einen oben drüber, ne? Der da. Der da. So, normalerweise. Na? Ach so, weil Gummi fehlt. Nein, nicht weghauen. Weil Gummi fehlt. Ich wollte nur zeigen. Jedenfalls den da oben drüber gestürzt, so wie wir es hier gemacht haben. Ich muss unbedingt irgendwo Gummi holen. Wollte das hier hin tun. Ne? Und hier nochmal eine kleine. Mit einer Decke oben drauf. Dann kann man hier, super klasse, der was hier wohnt, der bekommt eine Luxus-Suite, hat hier dann noch die gesamte Terrasse frei. So ungefähr, habe ich mir das gedacht. Jo. Mit dem Gang hier natürlich. Oder ich lasse das einfach offen, das weiß ich noch nicht genau. Aber ich glaube, der Kerl, da wird sich freuen dürfen. Na gut. Huch, ihr Lieben, das erste Zimmer ist mal fertig. So, das wollte ich hier hin haben. Das erste Zimmer ist fertig. Das zweite ist gerade im Baugeschehen sozusagen. Und der Part hat wieder mal totale Überlänge, so wie es sich gehört. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird es dann schön werden. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.